faul. Wir müssen echt Spanisch lernen. Mhm. Ja, wir haben keinen Schnall. Handy und Füße. Er labert uns irgendwas an die Backe hin, aber ich sag immer nur. Na, 6 Wochen United States für mich. Da war ich schon richtig heiß drauf, endlich nach Guatemala zu kommen. Und die Vorfreude war auch riesig. Aber kaum waren wir im Hostel, war es auch schon ziemlich schnell wieder da, die Ernüchterung, weil wir haben ziemlich scheiß Geschichten da gehört und leider hat es sich auch direkt bestätigt. Also wir sind vor die Tür gegangen und sofort kam die erste Straßengang und das Hostel hat uns zurückgerufen, ab, zurück, Türen zu und wir haben nur draußen gehört, wie Dinge kaputtgeschlagen wurden. Dementsprechend war auch die Stimmung bei uns. Wir haben am Abend uns überlegt und geplant, also direkt durch Guatemala durchzuschießen nach Belize. Aber haben zum Glück 2 verrückte Kanadierinnen kennengelernt, die uns ein bisschen die Angst genommen haben und uns wirklich geile Bilder und Videos gezeigt haben. Und uns überzeugt haben, dass wir mit ihnen am nächsten Tag den Bus nach Antigua nehmen, was wir auch gemacht haben, was wirklich die richtige Entscheidung war. Dann haben wir sofort entschieden, ab geht's nach Antigua, weil da ist die Stadt richtig schön, richtig nette Leute. Okay, jetzt kommt mein großer Moment. Ich kann endlich meine Spanisch-Skills auspacken. Pass mal auf. La cuenta, por favor. Okay. Gracias. Sie hat mich verstanden. Das ist unglaublich. Nach ein paar Tagen haben wir entschlossen, nach Chichicastenango zu gehen. Das ist ein kleines Städtchen, ein bisschen westlich von Antigua. Ja, es sind glaube ich 150 Kilometer, 2 Stunden im Bus. War richtig schön, gibt es einen tollen Markt, nur zu empfehlen. Viele Einheimische verkaufen da ihre Sachen. Sehr, sehr bunte Sachen. Ketten. Aha, schöne Ketten. Aus Jade. Und ja, haben uns da einen Tag verbracht und sind dann wieder zurückgefahren nach Antigua. Nach unserem Aufenthalt in Antigua sind wir dann circa 10 Stunden in der richtig abenteuerlichen Busfahrt weiter nach Lancun gefahren. Und dort haben wir ein ultra geiles Hostel gefunden. Wir haben das auch von den Kanadierinnen empfohlen bekommen. Und es ist auf einer Erhöhung, man sieht ins Tal, man sieht über den Urwald, wir sind hier mitten im Dschungel. Also Internet ist hier sehr, sehr selten. Stromausfälle sind an der Tagesordnung, aber egal, es ist einfach nur cool hier. Hier sind wir extra hergekommen, weil hier gibt es eine richtig, richtig, richtig coole Tour nach Simuk Champey. Und zwar beinhaltet die Tour zum einen mal eine richtig coole Höhle, in der man mit einer mini kleinen Kerze reinlatscht, da ist stockdunkel drin. Es ist brutal, also du gehst rein und du kletterst irgendwelche Wasserfälle hoch oder musst in so große Löcher durch, die voll mit Wasser sind, wo du einfach nur dem Guide vertrauen musst, dass es da hinten wieder Luft gibt. Also das ist sehr spaßig, wir mussten durch einen Wasserfall nach oben klettern, was sehr gefährlich eigentlich ist, aber weil der war richtig stark. Nach der Höhle gab es draußen dann noch eine Swing, an der man richtig cool springen konnte. Wir sind an eine Brücke gegangen, die wirklich klapprig aussah. Wir sind flüssig drüber gefahren und wir sind von der Brücke runtergesprungen. Es war richtig cool. Und zum Schluss sind wir dann noch zum Simuk Champey, ich glaube, so heißt es. Das ist ja wie ein natürliches Wasserspieleparadies. Also du kannst da rutschen, springen, alles. Es ist total klar. Also es war wirklich bisher der beste Tag meiner Reise überhaupt. Musik
ins Ziel 1. Oh, fuck, mein Lieber. Go on, go on. Daylight. Ich bin jetzt schon richtig aufgeregt, wie es weitergeht, weil Guatemala ist Highlight.